Moin, hier sind wir bei einem neuen Mads Play. Gedärsch präsentiert natürlich von mir Mad und von AATS.lu, All About Computer Solutions, alles was mit Computern an Internet Hosting zu tun hat. Also, hier sind wir. Ja. Wie gesagt, heiße ich mal ab. Ja, ich komme schon relativ gut drin, hier weiterzukommen. Was mir lo hauptsächlich machen, wir gehen sie immer da hin, die besiegen. Weil, ich erkläre euch auch noch viel weiter, sie soll direkt. Peter Mektisch. Gesehen da. Zwei. Verstanden? Wie war das Stein geholt? Also Kommandant muss man da besiegen. Und wir müssen noch die Ritual-Dingsbums da besiegen. Zum Beispiel da ist der Kommandant. Hop, gehen wir drinnen. Geht ihr mal der Dodner-Pons, da der Pons. Ab, aber sie noch schon besiegt. Ja. Da haben wir auch noch die gefährliche Mac. Da sehe ich mal dafür, dass man die auch noch platt machen. Das kann aber Ursache, die kann ich ja nur den Schrott von denen plündern. Ausgeholt. So, die kann man die mal 200 plündern. Das ist cool. Nice. Dann ziehen wir die mal auf, ziehen wir die auf, die ziehen wir auch auf. Und die rüber. Und die drüben rüber. Da tut das für die Leute, die nicht wissen, wo nicht meine Sendungen immer regelmäßig gucken. Oder auch gut nicht eventuell, die würde ich gerne gucken. Da geht es nicht so dann. Tut das nicht standardmäßig. Standardmäßig schon da eben bis dahin. Kompletten Dingen, aber das schon die kompletten Dingen abkaufen mit für all meinen Charakteren als kleine Info nebenbei. Also machen wir mal direkt das tut dann. Yes, was die Quest auch fertig. Und dem muss mal auf Wurf gehen. Nicht so? Muss man den dann aufgehen? Okay. Am Haus Panther da wahrscheinlich. Nicht immer wütender. Braucht man nicht. Interessiert uns nicht. Wir brauchen just Kommandanten wie in Dormac. Ich weiß nicht noch die so groß wie möglich zu umschaffen. Pum.
Ah, Schramm ist eh besiegt. Wie ihr seht, geht das relativ fix. Wie weit so fix geht das ganz einfach, weil ziemlich viel mehr am Niveau sind, wie manischer eigentlich muss bekämpfen. Ne? Bist du was umso rein zu sind? Also. Da kommen wir leider nicht lernst ohne Kampf. Schick mir mal durch ne? Und ich will mal die Doten. Blöde Sifto. Ja, los und blöde Sifan an nur sind 40. Das ist eben schiss, weil es mich gechoked wird. Ha! So, alle Darth Vader Style. Geht mal kein Meter. So, wir machen. Also, hi, Oma, auch noch so ein. Wo man hätte, wo man eben für Zusatzquest brauchen mit Jumo ja schon genau wie du, mit mir brauchen Hindu. So sind wir auch kein am ganzen Areal hier. Also, ich kaschere mich mal. Ich lasse ihn angreifen. Ich kriege mir Toten. Toten. Also, die wohl noch am witzigsten gut als eigentlich. Dann, lass mal so den Boss aus der Höhle hier. Das ist die wohl schon am witzigsten gut von allen Guren. Wo sind die Bomben-Dinge? Okay. Oh. Die sind nicht schon gesehen. Das ist einfach nicht schlimm, weil ich sowieso gern sein Schrott hat. Sie da mit 120, mit 200 getat. Aufgebaut. Das geht dabei. Da gehen wir. Darfst du hier nur greifen, ne Schwimmer? Ich weiß nicht, was ich grundsätzlich erzählen soll, wie immer. Das sind gerade easy, wieder sieht man der Zeit fährt locker nicht durchgegangen. Einfach nach E-Kommandanten. Hier haben wir nämlich auch mein Patrouille, die ganze Zeit hin und hier lebt. Normalerweise das ist aktuell nicht durch. Gut. Dann. Ich habe uns wirklich immer am liebsten darum, direkt lieber rumzuholen, weil ich kann nicht sehen, dass es denke ich, schief ausgeht, aber so richtig schief ausgeht. Ja, auf die Dritte holen wir aktuell noch nicht mehr. Ah, Mensch, ist man noch in... Nee? Und dann der Kommandant. Ah, du hast noch einen Kommandant. Und du hast eben mal noch killen werden. Ich würge. Sie da, ah! Axif. Ja,
Ja, das von den Zivil Damage macht. Wo wir hin haben, dann haben wir den da haben drin. Und den wird. Na, weil lang jetzt ulieren. Du wirst wahrscheinlich Mengen Dinge brauchen. Ah, was schon. Oh, hängt natürlich noch die Dotenattacke, den ich komplett vergiss. Wenn du mal sicher zu gehen, sehen sich auch ehrlich, ich bin schon all meinen Cooldowns, wo ich die Kappe nutzen beim Boss. Weil, manche bei denen halt ja schon so viel Probleme, also immer schneller liegt gesucht. Schwierigkeiten, muss man so sagen. Dann präferieren ich das auch dann direkt nur bei denen richtig zu benutzen. Ja. Und was tut denn? Also halt Moment. Wookie. Ich will schon lange killieren mei. Und da sieht er, dann ist das auch relativ einfach, von der er Cooldowns richtig benutzt. Permanente Ablenkung Lotfer benutzen. Da sieht er, dass mein Wookie relativ hart am Höhlen aus mir. Wookie kann leider nicht heilen. Das hat er fast schon gemacht. Hey. Aber wenn alles gut geht, könnte ich ihn auch besiegt. Ohne Problem. Schildern benutzen. Ah, wie kann ich das denn da rausgegangen aus? Oh, shit, voll dort. Sieh, da hat sich aber recht, also ich. Dann kommt der Schluss zu. Mein Schild. Waschmotor. Yes. Oh Peter. An den Drecksack schon 100 Mal. Das ist gut, dass der am Schnitt gekauft wird. What the fuck? Wurde gesehen, der Tod war zwar lo. Alles haben nicht easy gewirscht. Also. Die Quest gehen wir durch Handhof. Die Stand beginnen wir uns auch per. Schnellreisesystem, Dina. Uiuiui. Ich denke, das Matko, dass ich nicht viel geschwätzt habe, wenn der ganze Aktion da
Na, dort war zwar wirklich haft schon spannend. Und wegen so hat ich auch schon gesagt, das dort zu machen wäre wahrscheinlich relativ schwierig aus. Hat schon rasch gehabt. Also. Was immer noch hier. Und das geht normal bei Fat Experience bisschen das gehen. Ja, das wir hin. Und den holen wir uns dann noch natürlich. Das ist egal, was da für die anderen da sind, hin Krit hat. Ich meine, hier können sie auch. Ah ne, da habe ich das gewischt. Das war für einen anderen Charakter. Okay. Gut. Dann beginnen wir als Lorem do hin. Ja, ich hatte auch den Fluch, für den ich keinen Hölle mich wollte. Sonst ja, ich ehrlich, den ganzen Weg nicht mehr rauslaufen, weil... Nerv, nerv, nerv. Hallo, schöner Kampf. Schätzen, dass wir noch ein, zwei, zwei bis drei ob Monst Sessions werden hun, bis wir von all deren eventuell raufkommen ohne Bonusmission. Ich weiß nicht, ob ich die direkt locker kriegen oder nicht. Bonusmission, mich verlieren, wann ich weiß, wie sie gehen. Ich guck mal nur. Kann ich gucken, dann Planet. Ob Mam! Tatsächlich die Grenze nicht. Huhu! Cool, da kann man da gibt Tatooine. Ah, mein Lieblingsplanet. Was sagen wir, das ist der Lieblingsplanet? So leider nicht. Einstein Flash. Ich bin nicht verreckt. Ning von Zing stimmt so ein... Ning von Zing stimmt... Ne, Moment, fang mal um mein Knopf hier unten. Ich seh nicht verreckt. Ning von Zing stimme so ein... Ich werd nicht verreckt. An die E-Luft... Möcht... Na 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 Kommentiert hat von Schrift. Wie gesagt, Alk. Oh nee, die Quest noch. Oh fuck. Also, ich weiß nicht, warum Luft ich mache. Okay, die dritte Quest, die kann ich sogar noch. Das ist gerade ohne. Warte mal, wo holen? Doch, ich hab's zu holen. Oder nicht? Leinstuhl. Ah ja, ah, ist auch gezahlt vom Motel. Ich muss sogar noch klemmen. Also, ab. Und dann Schrott verkaufen. Jo. Komisch, ob ich hier dort eventuell irgendein Ding noch kann. Und du. Also. Dann gehen wir auf dich bei Panther. Gehen wir da mal auf dich hin. Weil, von dem ich nur die Quest hier machen. Dropchance aus, wie soll ich das ausdrücken, das ist so gut aus 50-50. Also, 50% das Echte im Schlechtes. Und wir geben dann eben verschiedene Schwarze, hält ihr, naja, Minus ist einfach relativ gut dann. Schon eigentlich mehr schlecht wie gute Erfahrung mit der Dropchance da gemacht. Schon auch schon eigentlich eine halbe Stunde als gekillt bist du hart. Hat auch schon fertig gebrannt. Und du wängst, zeitlich könnte das ein bisschen knapp gehen. Da wängst dann haben wir das lo relativ kurz. Gehen wir mal direkt bei Pantherin ran, bei Panther, an engens können wir als den Fluchtpunkt hier oben holen, an den Schnellreisepunkt natürlich.
Danke sehr schnell kommen. Ich wollte nur Bonding Points. Okay, die haben gebondet. Bound on the point. So hat man einfach mal wieder das. Warte, da kommt schon mal ein Sein noch. Ne? Ne, ist schon nicht schlecht. Wie gesagt. Hat schon erwähnt, dass ich das Schnellreisesystem hey, cool fand. Bei hinten. Weil ich kann, egal wo auf der Map, kann ich drücken und ich kann automatisch hinkommen. Das fand ich cool, das. Also, ich hab schon mal richtig gesagt. Dann begeben wir uns hier mal bei Panther heran. Nach verkaufen ich noch mal nicht. Die dote Sachen, ich hab nicht dann einen Charakter. Können wir das noch? Können wir treffen? Dann könnt ihr schon seelisch und moralisch auf viel reden, dass das Geschülerung die Session im Hai war. Dann gehen wir mal hin. Ah, du schätze Kommandeur. Ja. Der Zeitpunkt ist gekommen. Je länger diese Zecke auf dem Thron sitzt, desto tiefer zerrt sie an Alderans Adern. Das streite ich ja nicht ab, nur. Unser Retter. Ich begrüße euch im Namen des Hauses Panthea. Ich bin Prinzessin Katai, der einzige Ersatz für einen Erben, den uns dieses Ungeheuer Ulgo gelassen hat. Den holen wir uns. Wann sollen wir den Kerl erledigen? Ich wusste, dass ich euch mögen würde. Wie ich zu Commander Bradell sagte, konventionelle Methoden nützen nichts. Buris Ulgos Armee ist den Organas und der verbliebenen Königinnenwache gewachsen. Die einzige Chance ist eine kleine Einheit, die ins Anwesen eindringt und den Thronräuber herausfordert. Mensch, hat man so oder hat die Schnurres? Guck das mal ganz genau an. Lass die Andeutungen sein. Reden wir Klartext. Buris Ulgo hat sich mit der Elite seiner Wachen im Thronsaal verschanzt. Tötet ihn. Solange er lebt, stellt er eine Bedrohung dar. Das ist nicht nötig. Er hat der Republik 20 Jahre lang gedient. Verhaftet ihn und man wird ihm den Prozess machen. Mhm, das machen doch. Alle sollen von seinen Verbrechen hören und wissen, dass gerecht über ihn geurteilt wurde. Danke sehr. Wenn ihr ihm gegenübertretet, könnt nur ihr das entscheiden. Aber erwartet nicht, dass er den Thron aufgibt, solange er noch lebt. Dies ist der Zugangscode für das Privatgemach. Für alles, was ihr getan habt und was ihr noch tun werdet, müssen wir ihn euch anvertrauen. Benutzt ihn, um diesen Hund vom Thron zu stürzen. Dann wird das Haus Panther euch ewig dankbar sein. Mhm. Kein Problem, Mama. Alter, da kann man da holen. Ob sie da voll, holen wir Liss. Obwohl. Was ja nicht schlecht. Ne, eigentlich nicht. Verschiedene Kinderstatuen noch setzen. Also, holen wir dort hin. Dann kann man nachher zwei, drei Questen holen, schmengen. Hat oder den anderen Mist ein plus Feuerquest. Also. Natürlich, mein Haus. Also, machen wir die Karte mal mit Fix High. Genau, High hat so plus Feuerquest, hat er überrascht gehabt. Und ihr wisst ja, was ich mal plus Feuerquest machen. Obwohl, Sache gut ausgesehen. Ab, an, aufgeben. Jo. Na, die Flashpoint-Mission kann doch eigentlich abgehen. Also. Entschuldigt, ich habe gehört, welche großen Taten ihr im Dienst des Hauses Organa verrichtet habt. Würdet ihr uns erneut bei einem Überraschungsangriff von Haus Ulgo helfen, wenn der Preis stimmt? Hm. Ich bin nicht gerade billig. Geld ist nicht das Problem, sondern Stärke. Ich bin ein Diplomat im Auftrag des Hauses Organa. Seit ich hier angekommen bin, erhalte ich Berichte, dass das Haus Ulgo einen Überraschungsangriff plant. Ulgos Truppen sind schnell und gut ausgebildet. Und das Haus Panthea, beziehungsweise das, was von ihm übrig ist, sitzt hier fest. Organas Truppen werden es nicht rechtzeitig hierher schaffen. Lange, blutige Feldzüge sind sowieso nicht mein Ding. Am besten, wir fangen gleich an. Bei euch klingt alles so einfach. Mhm. Die Befehlshaber der Ulgo-Armee befinden sich in den umliegenden Gebieten des alten Panther-Schlosses.
Die halbe Armee wird dort ihr Lager aufgeschlagen haben. Wenn ihr die Generäle ausschaltet, wird ihr Plan zusammenbrechen. Mit etwas Glück werden wir genug Zeit haben, um dem Haus Panther bei der Verteidigung zu helfen. Jo. Dann weiß ich nicht, muss ich es dann nicht machen. Mehr von der Grad um wie sieht. Du siehst auch von der Zeit hier, was ja aber richtig kalkuliert. Ich weiß nicht, dass du noch relativ viel dumm geschwätzt wird. Läuft einfach reinlangst. Tölen, Zusammensetzung hatte ich schon ein paar erwähnt. Ich sehe immer zeitlich der aus. Sieh da. Verstanden, was ich will. Das sind zusätzlich EXP. Und EXP muss er selbst gelaufen. Das hat viel Schrott. Okay. Also, hol dir einfach den Dingen heil vom Panther. Also öffnen. Dann habe ich da alle die Häuser. Was er da könnt machen, gell? Was ist lo? Da. Können wir wirklich alles holen. Geht doch nach Republikanische, geht nach Schwissen, ob ich die geholt hatte. Jo, und da gebe ich so, dann wäre da drum gewischt. Da sehen wir uns nächstes Jahr do die Quest machen. Und dann dementsprechend muss ich hier zurückkommen, für do an der Gegend, wo man hier ablenkt, nach do die Reste aufzugehen. Und dann vielleicht kannst du so gut nach aufhängen und dann als Sahnisch nicht kriegen, vielleicht nach den Habos du zu gesehen Habos, weil du was hast. Und dann nicht vergessen, immer Alken, ganz wichtig. Und dann wünsche ich dir noch, have a nice day!